Trotz Flugzeugabsturz kehrt Gregor zurück zu Rote Rosen. Gregor Basch ist in der Daily Soap Rote Rosen verschwunden. Vielleicht sogar tot? Carla glaubt nicht daran und bekommt jetzt ein Zeichen. Aber ist es von Gregor oder nur ein Zufall? Carla kann nicht verstehen, wo Gregor Basch ist. Saß er wirklich in dem Flugzeug, das bei einem Absturz in den Alpen verunglückte? Es wurde ein Schuh von ihm und seine DNA vor Ort gefunden. Carla kann sich nicht vorstellen, dass ihr Gregor nicht mehr da ist. Rote Rosen. Streit zwischen Carla und Gunther. Carla schwelgt in Erinnerungen an den wunderschönen Heiratsantrag von ihrem Gregor in Paris. Er rät ihr, Gregor endlich für tot zu erklären und gibt ihr damit zuvörderst hin, es habe keinen Sinn, noch nach ihm zu suchen. Doch Gunther zerstört ihre positiven Gedanken. Carla ist außer sich. Sie wird richtig sau. Sie vermutet, Gunthers Äußerungen haben einen Grund. Möchte Gunther nur das Hotel zurückkaufen? Ist er wirklich so egoistisch? Nur Thomas kann Carla in dieser Situation beruhigen. Das lang ersehnte Lebenszeichen von Gregor? Dennoch liegen Carlas Nerven auch nach dem Gespräch mit Thomas blank. Die Frage nach Gregors Verbleib bei Rote Rosen lässt sie einfach nicht los. Da findet sie an ihrem Roller eine Postkarte aus Paris. Carla ist absolut aufgelöst und versucht herauszufinden, von wem diese Karte ist und wie sie ausgerechnet an ihren Roller gekommen ist. Ist es ein Lebenszeichen von ihrem Gregor, ein Hinweis, dass sie die Suche nach ihm nicht aufgeben soll? Sie hat doch gerade noch in alten Erinnerungen an den romantischen Heiratsantrag in der Stadt der Liebe. Paris, geschwelgt. Wie es scheint, ist eine Rückkehr des Feenlieblings noch nicht ausgeschlossen. September, läuft die entsprechende Folge um 14.10 Uhr auf dem 1. oder schon am 23. am Freitag, den 24. September in der ARD-Mediathek.